Nun also meine gesammelten Favoriten der Monate September, Oktober und ich nehme vorsichtshalber November gleich noch mit dazu. Ich fange einfach mal an, weil ich nicht weiß, ob das wieder so ein ellenlanges Video wird. Nun zuerst das Wichtigste. Habe ich von meiner lieben Susi bekommen, die gerade in Schottland ist. Das heißt, gerade die in Schottland jetzt wohnt. Ich liebe es. Aber ich traue mich nicht, das zu essen, weil das von dir ist. Deshalb kaufe ich mir lieber Neues und esse es. Und deins behalte ich noch. Aber Leute, es ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Aber ich möchte trotzdem nicht anstiften, das zu kaufen, weil ich keine Ahnung habe, wie viele Kalorien das hat und ob ihr dann sterbt, wenn ihr zu viel esst. Weil ich habe das Gefühl, ich ernähre mich 24 Stunden am Tag. Mindestens 12 von deinem. Naja. Gut. Zweites Produkt auf jeden Fall. Eigentlich allgemein, aber ich sag jetzt mal, das Produkt hier speziell heißt Dulgon Handhygiene antibakterielles Handgel. Ich finde das sehr, sehr gut, weil es ist ein Pumpspender. Ich liebe Pumpspender. Es ist eine große Flasche. Ich glaube, die kostet 3 Euro oder so. Also, wenn ihr diese klein kauft, die kosten ja, keine Ahnung, 2 Euro oder so. Oder 1 Euro würde sich trotzdem. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine große Flasche. Und ihr werdet euch jetzt fragen, ja, aber irgendwie nimmt ihr diese große Flasche mit in ihre Tasche? Nein. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Wenn nicht, vielleicht mache ich mal so ein Pinselreinigungsvideo. Ich reinige damit meine Pinsel. Also man nennt das ja in Englisch Spot Cleaning. Also wenn man seine Pinsel nicht tiefen reinigt, also mit mildem Shampoo oder was auch immer ihr benutzt, sondern nur so kurz, also das Oberflächliche, den oberflächlichen Schmutz und die Bakterien entfernt und das Make-up. Logischerweise, weil man kann ja nicht jeden Tag, also ich zumindest schaffe es nicht, meine Pinsel jeden Tag irgendwie mit Shampoo zu waschen und die werden dann auch nicht trocken. Deshalb ist das hier mein Retter in der Not und sowieso, bevor ich irgendwas in mein Gesicht mit den Fingern gehe oder so, dann nutze ich erstmal dieses Gel. Das steht also auf meinem Tisch. Dann in Kombination raffiniertes Rizinusöl aus der Apotheke und Alverde Augencreme Augentrost. Ja. Die Augencreme liebe ich, kann ich euch empfehlen, finde ich ganz toll. Und ich finde, also ich bekomme tatsächlich, wenn ich die Creme einige Zeit nicht benutze, so Trockenheitsfältchen. Ich hoffe zumindest, es sind Trockenheitsfältchen. Aber wenn ich sie benutze, sind die innerhalb von ein paar Tagen wieder weg. Also die finde ich ganz toll. Und die beiden nutze ich aber zusätzlich auf meinen Wimpern. Und zwar sind meine Wimpern in der letzten Zeit so ein bisschen ausgefallen. Ich weiß nicht, oder auf jeden Fall kam es mir so vor, als ob die dünner geworden sind, irgendwie so ganz fein und irgendwie heller und dann sind auch welche ausgefallen und habe ich totale Panik bekommen. Ich habe zu der Zeit also auch eine andere Augencreme benutzt und bin jetzt aber ganz schnell wieder zu der hier zurückgestoßen und Rizinusöl, das hat meine Mama früher wohl benutzt und habe ich auch schon von einigen Bekannten gehört, dass das wohl sehr gut sein soll, also ich hatte nicht vor mir irgendwelche Serums oder hier dieses Lilash oder von Art Deco gibt es auch solche komischen chemischen Sachen, die Wimpern wohl angeblich länger machen sollen. Oder, weiß ich nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall diese Sachen, ihr kennt das ja bestimmt, L'Oreal hat sowas rausgebracht, aber das ist halt voll von Chemie und so weiter und da bin ich eigentlich überhaupt kein Fan von. Und das habe ich jetzt irgendwie eine Weile benutzt und ich weiß nicht, ob man irgendwas sehen kann. Oder so vielleicht. Oh Gott, das sieht bescheuert aus, aber könnt ihr sie sehen? Also sie sind nicht mehr ausgefallen
und wieder länger geworden. Gott sei Dank. Also kann ich nur empfehlen, das kostet irgendwie, oh Gott, ich bin schon mehr 5 Minuten, 2,60 € oder so in der Apotheke. So, ansonsten ist im Moment totaler Sturm bei uns und deshalb braucht man auch irgendwie eine Frisur, die ein bisschen sitzt. Mein Pony sprühe ich jeden Tag mit Haarspray ein und normales hilft gar nicht. Das hier aber schon. Das ist von Balea, von dieser Trended Up Kollektion, oder wie auch immer man das nennt, Abteilung und heißt windresistenter Haarlack. Und das hält bombenfest meine Locken, die sonst nicht halten, halten damit. Mein Pony hält damit. Und es kostet 2 €. Also, wenn ihr die gleichen Probleme habt, kauft euch das. Das ist der Wahnsinn. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu viel nimmt. Sonst habt ihr so eine Betonfrisur. So. Ansonsten, gegen trockene Lippen hilft bei mir Kaufmanns Haut- und Kindercremes. Das ist der Wahnsinn. Ich finde, ich benutze das Wort Wahnsinn, glaube ich, sehr oft. Es riecht so extrem lecker und es hilft so gut und es ist so billig. Also ich glaube irgendwie 50 Cent oder 1 € oder so. Und das hält so ewig. Also ich habe das schon über ein Jahr und da ist irgendwie noch über die Hälfte drin. Und ich benutze das jeden Tag, jeden Tag. Ansonsten habe ich sehr, also hier die Nagelhaut ist bei mir sehr trocken und dagegen hilft mir sehr gut. Lemony Flutter von Lush. Ich werde auch wahrscheinlich nachher noch meine Ausbeute von Schottland irgendwie euch zeigen und dann werde ich darüber nochmal was sagen. Aber ich finde es sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann habe ich jetzt seit ein paar Wochen von P2 Beauty Insider Lash Base XXL in Gebrauch. Da steht da weiße Mascara-Grundierung mit Mikroseidenhärchen zur Verdichtung und Verlängerung der Wimpern. Intensivpflege mit Kashmilan und Biotin. Die Grundierung auftragen, danach Wimpern mit Mascara tuschen. PEG-frei. Ist schon mal sehr gut. Und also ich habe in irgendeinem Blog gelesen, da hat jemand gesagt, sie sich das gekauft hat, diese Base, und dann irgendein Mascara drüber gemacht hat, Mascara, die sie schon wegschmeißen wollte, weil sie so schlimm waren. Und sie hat gemeint, egal welchen Mascara, wie schlecht er auch ist, welchen sie benutzt, wenn das drunter ist, sieht er toll aus. Und ich habe einen Mascara genommen, ich weiß gar nicht mehr welchen. Irgendeinen, wo ich gedacht habe, okay, der ist total schlecht, und habe das drunter gemacht und benutze es seitdem jeden Tag. Also, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber ja, ich finde, meine Wimpern sind, also ich habe einen Coat drauf, eine Schicht und finde sie sehr gut, hält den ganzen Tag. Das finde ich immer auch schlimm, wenn man Mascara drauf macht und denkt so, wow, cool, wow, sieht toll aus. Und dann kommt man irgendwie in der Schule oder auf Arbeit oder auch immer in der Uni an, guckt in den Spiegel und Wimpern sind wieder gerade. Also mit dem nicht. Und das kostet, glaube ich, auch irgendwie 2, 3 €. So in der Drehe. Mein liebster Freund zurzeit ist Ebelin Highlighter-Pinsel. Und Leute, also ich zeige ihn euch jetzt. Und wenn ich euch den zeige, dann weiß ich im Hinterkopf, dass der aus dem Sortiment rausgenommen wird von DM. Jetzt gerade im Moment steht auf dem Schildchen da 1,75, wenn ich mich recht erinnere, und ein kleines A. Und das heißt, dass der ausrangiert wird. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür das A steht. Aber auf jeden Fall kommt der aus dem Sortiment raus. Und ich finde den ganz, ganz toll. Ich benutze den jedes Mal, wenn ich Augen-Make-up drauf habe, zum Verblenden. Man kann ihn aber auch, wenn man zum Beispiel auf Reisen geht, gut benutzen, um für alles zu nehmen. Und dann eben mit dem hier sauber zu machen, wenn man verschiedene Farben nutzt. Ganz toll, auch für den vollen Preis würde ich ihn euch empfehlen. Ich bin total verliebt immer noch. Ich habe ihn schon ganz, ganz lange. Also als er neu rausgekommen ist, habe ich ihn mir gleich gekauft und finde ihn ganz toll. Kaufen. So, und das Letzte, nein, nicht das Letzte, aber ja, P2 Color Victim in Dangerous 249. Ganz, ganz toll. Meine neuen Kopfhörer von Panasonic, die gibt es bei Saturn im Moment, sind genial. Und bei Primark gibt es im Moment diese Jaggins. Kauft sie euch für 10 €. Ich finde sie ganz toll
Und das war's.